Am besten wäre in der Tat, wir stellen uns einer hier und einer da gegenüberliegend am Fenster. Oh! Ich glaube, da wissen welche, wo wir sind. Weiß nicht gesagt. Achtung, hallo. Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde H1Z1 King of the Kill Battle Royale zusammen mit dem Onkel Poppi. Hallo! Und ich würde sagen, wir landen hier unten bei den zwei Häusern. Ne? Oh, verhext. Da kommt bestimmt noch jemand hin. Chips, Cola, Cola, Chips. Irgendwer ist hinter mir. So, ich lande jetzt gerade. Ich hab schon eine Piste. Oh geil, ich hab's aus. Das ist wirklich so der Feuerkegel ist das. Ich hab's aus. Shotgun. Oh, geil, eine Eier. Oh, ich hab auch eine Eier. Und ein T-Shirt habe ich. Bin ich mehr nackt. Yay! Schuhe hab ich. Oh, komm, nimm die Schuhe. Schuhe hab ich nicht. Ich hab nichts anderes weiter. Krass, los, weg. Was haben wir vorne? Ich guck hier gerade noch hinten, Rucksack. Vorne liegt, oh geil. Hier ist noch eine Eier. Ja, nimm, ich hab, vorne. ich hab. Hast du? Ja, ja. Hier liegt noch eine AK. Was ist denn da los, Alter? Bei den Häusern waren wir noch nie so gut equipped. Oh, hier liegt ein Helm draußen. Oh, ich wollte den gerade klauen. Liegt hier drüben vielleicht noch einer? Nee, so geht das nicht. Hüpf, hüpf. Er klaut das First Aid Kit dann ernst. Gibt's erstmal einen Headshot. First Aid Kit auch? Nee, den habe ich nicht. Nur einen Rucksack habe ich gekriegt. Ach, ein Rucksack war das. Sah nach First Aid Kit aus. Saki Verpacki. Ah, ja, ja. Hast du auch einen Saki Verpacki? Ich habe einen pinken Saki Verpacki. Weißt du, was ein Saki Verpacki ist? Ein Hodensack. Klipper. Ach, Slipper. Oh, Schlipper. Saki Verpacki. Den habe ich gerade nicht an. Ich will gar nicht da oben zu dem Dorf. Ich will irgendwo, wo es geilen Loot gibt und nicht zu dem Dorf. Und ich will in die Safe Zone. Kommt mir entgegen. Richtung. Hallo, tschüss. Aber schon haben wir Folgentitel, ne? Meine Folge heißt Saki Verpacki. Saki Verpacki? Warum? Saki Verpacki. Wobei ich muss sagen, ich hatte meine Folge, ich sag wo in dem Po. Und ich krieg da heute noch Suchbegriffe drüber. Voll gut. Naja, weil das halt von South Park ist, weißt du? Saki Verpacki. Oder FreshFries hat kein Saki Verpacki. Ja. Geht auch. Oder FreshFries unten ohne. Warum rennst du so schnell? Ja, ich hab Angst vor dir. Ich hab das letzte Woche geduscht. Ja, letzte Woche, das ist das Problem. Das war letztes Jahr, nein, die Folge kommt noch diese raus. Okay, die Folge kommt noch 2016. Bei mir kommt die Folge Samstag. Nee, Samstag. Oder Samstag. Ah, Samstag. Ja. An Heiligabend. Oh. Frohe Weihnachten. Bringe ich Heiligabend H1Z1? Und wir reden über Saki Verpackis. Klar, warum nicht? Ja, ist doch egal, was für ein Tag das ist. Ja, weiß ich nicht. H1Z1 kann man immer bringen. Schüsse. Dille. Wo? Bei mir nicht. Irgendwo oben rechts Südwesten oder so. Bei mir nicht. Ja, bei mir nicht. Klingt tot. Ich glaube auch, ja. Wie er einfach wegläuft vor mir. Wie er gar nicht hinterherkommt. Headshot. Wie war das? Friendly Fire? Naja. Machst du auch nur einmal. Ja, schon da gibt's nicht Friendly Fire 1, 2 und 3. Hab ich schon ein paar Mal gemacht. Oder wie oft gab's Friendly Fire jetzt? Zweimal erst, ne? Zweimal, glaube ich, ne? Mhm. Ich glaube zweimal. Ey, das knistert schon wieder hier so. Einmal, wo ich dich ausgeknipst habe und das andere Mal, wo ich dich angeknipst habe. Nee, ich meine eigentlich das Friendly Fire von Gronkh und Pete. Achso, auch das. Keine Ahnung. Das gab es, glaube ich, auch zweimal. Das habe ich noch nicht wirklich verfolgt. So, wo sind wir denn hier? Wir sollten safe sein. Keine Ahnung, du bist so 45 Millionen Kilometer vor mir. Ach, heul nicht rum. Ich höre nur Mimimi hier. Ich heule auch nicht. Pack doch mal jetzt Eier auf den Tisch. Oh nee, warte, ich mach das mal bei mir. Was für ein Holzklotz hast du da jetzt genommen? Hast du jetzt den Kaminhaken, den Schieber genommen? Ich hab einfach einmal auf den Tisch gehauen. Aber war gut, ne? Wir haben Auto den übrigens. Kaminschieber, ey. Und haut einen Schieber auf den Tisch.
Soll ich dich mal abholen? Du bist so langsam, ne? Komm, steig auf. Ja, jetzt überfährt er mich ja auch noch. Ja, er heult wiederum. Oh, ein Poppi ist so. Ich habe echt Explosionen gehört da unten irgendwo. Was hast du mit deinem Tüte? Ich drück die rechte Maustaste. Ja, da und dann wackelt er so. Da stand ein Auto im Hinterhof im Zaun. Nice. Das steht da bestimmt. Weil immer. Weil abgestellt hat. Nee, das steht da immer. Ja? Keine Ahnung. Nein, das steht da, weil das jemand abgestellt hat. Ich renne immer blind durch die Map. Glaube ich dir sogar. Ich lasse mich jedes Mal aus Neue überraschen, welche Map kriegt man dieses Mal? Das ist immer dieselbe. Oh, jetzt hast du mir die Illusion genommen, Alter. Langsam kannst du dir die Punkte also merken. Nö. Nö. Dank des Fernsehens weiß ich nicht mal, was vor 5 Minuten gewesen ist. Was war denn vor 5 Minuten? Wer bist du überhaupt? Wie heißt du? Bist du schon länger hier? Ich bin Gott. Das halte ich für ein Gerücht. Echt? Eine Ack. Läuft bei dir? Ey, hier liegt doch nichts sonst, ne? Insta-Ack, ne? Okay. Jetzt kein Helm, kein gar nichts, alter Schwede. Hier ist auch nichts. Hier lag noch ein Helm, absolut, den nehme ich noch mit. Zack. Okay, das passt. Oh oh. Oh oh. Ja, steig auf. Ja, nun. Nicht lang schnacken. Kopf im Nacken. Kopf in Nacken. Ich fand das immer so geil bei meiner Tochter auf einer Party. Oder meine Tochter war mal auf einer Party, muss ich dazu sagen. Da war ihre Freundin schon so hacke gewesen. Die hat nicht gesagt, nicht lang schnacken. Die hat gesagt, Kopf in Nacken, rein in Hacken. okay. Voll gut. Und deine Tochter hat dir das erzählt? Ja, sicher. Man kann immer noch nichts zerreißen, wenn man in einem Fahrzeug ist. Wie scheiße ist das denn? Das ist doch voll logisch. Guck mal, wie du dort hinten drauf rumzappelst. Jetzt könntest du da irgendwas machen. Gucken wir mal, was hier so liegt. Moment, so haben wir nicht gewettet. Brauchen wir nur noch einen großen Rucksack. T-Shirt. Habe ich hier gerade nicht irgendwo was gesehen? Ist hier kein Ducktape oder so? Ducktape habe ich schon aufgesammelt. Hast du eins sogar zufällig? Leider nein. Für dich nicht, ja, ist klar. Für einen Zehner? Ich dachte, da ist einer, aber ich habe einen Fleck auf dem Bildschirm. Okay. Mal wieder sauber machen. Wäre so eine Alternative. Da schwebt ein Baum in der Luft. Wo? Da. Welcher von denen? Der linke. Krass. Was gibt's hier unten so? Nix. Fast erkillt. Ja, das hab ich auch gerade gesehen. Nix. Da sind zwei Grills. Ja, schön. Das ist Grillen. Biergrills oder was? Wurde geschossen. Von dir ja, aus gesehen, von der linken. Von mir aus gesehen, von der rechten. Oder um in Himmelssprache zu rechnen, zu reden. Zu rechnen. Monsten. Osten plus Westen gleich Süden. Osten plus Westen gleich Ketchup. Ketchup? Ketchup. Jetzt habe ich Hunger auf Pommes. Oh. Also ich würde sagen, wir machen am Weihnachten hier mal eine Gewinnerrunde, ne? Geht ja nicht, ja. Eigentlich müsste ich an Weihnachten tatsächlich meine Mütze aussetzen. Meine Weihnachtsmütze. Du hast eine Weihnachtsmütze? Ja, sicher. Eine grün-weiße. Sowas auch irgendwo rum, ne? Grün-weiße. Ja. Gott, grün-weiße. Eine Absteigermütze. Dann wäre sie ja gelb-schwarz. Ja, Dortmund steigt bestimmt noch ab. Sachen, die dieses Jahr nicht passieren werden. Dortmund steigt ab. Hier ist noch ein großer Rucksack bei mir. Ja, nehme ich. Ich aber das Falsche zerreißen will. Oh, noch eine Ack. So, das war der erste.
das zerreißen, das zerreißen. Du hast wahrscheinlich alles schon hier mitgenommen, ne? Noch nicht alles. Die billigen Sachen habe ich dir da liegen lassen. Ich habe einen Quad gefunden. Echt? Wo? Da. Du hast die AK übersehen. Brauche ich nicht. Deins? Ich war zu weit weg, deswegen. Meins. Wo ist denn das? Ach, hier ist das Quad. Du hast hier eine AR übersehen. Brauche ich nicht. Schnauze. Was tut das? Erschreck mich doch nicht so. Mach ich zu Hause auch immer, weißt du? Immer wenn die Leute so aufdringlich hupen vor der Tür. Nimmst du kurz die AR. Nimm ich die AR, weißt du, dann halt einmal drauf, na klar. Schnauze, zack, hämmert der hinweg, gell? Schnauze, Lütke! Weiß schon, jemand ist jetzt die große Preisfrage. Gucken wir doch mal. Wollen wir mal stöbern gehen, ja? Komm her. Hier rechts Schuhe stehen hier zumindest. Aber hier hinten ist die Tür auf. Pass auf jeden Fall. Jetzt falle ich hier runter. Oh, komm nie wieder hoch. Ja, dann war hier schon jemand weg. Wieder zurück zum Auto. Warte, ich habe hier noch Schuhe. Ja, aber da war trotzdem schon jemand. Wir trotzdem erst noch haben die Schuhe. Hallo? Leute, ich komme nicht hoch. Krass. Aber ich habe neue Schuhe und jetzt renne ich durch die Pfütze und die sind so nass. Super. Bring wieder zurück, warte. Nimm nochmal neu. Gleich erst so beschweren hier. Hier war auch schon jemand. Okay. Dann könnten wir ein frisches Auto gebrauchen. Sind die hier noch oder sind die hier nicht mehr? Keine Ahnung, aber die werden alles Wertvolle mitgenommen haben. Da vorne fährt jemand vor uns. Ich sehe im Moment nur den Himmel. Der brennt. Der schießt auf uns. Triffst du? Bist du getroffen? Nee. Verfolgt er uns? Weißt du das? Nein. Okay. Also auf deine Frage. Nein, safe zone. Auf deine erste Frage, sag ich. Du so. Weißt es nicht, oder was? Oder er verfolgt uns nicht? Verfolgt uns nicht. Okay. Ohne Witz, ich bin getroffen. Wie geht denn das? Hä? Echt? Wie viel Prozent? Ja. 90, 89. Ja. Blut ist leicht, oder was? Ja, ich hab meine Tage. Dann halten wir hier vorne im Wald und dann verbindest du dich schnell. Herr Major, ich habe meine Tage, halten Sie mal an hier. Du musst, wenn ich halte, nicht abspringen, dann geht das in der Tat. Ich bin wieder, voll, wir können weiterfahren. Ja, dass du voll bist, wissen wir. Wieder zu viel Milchschnitte gegessen, vor uns ist ein Polizeiauto. Milchschnitte? Zwei sogar, die verfolgen sich. Wo ist denn vor uns? Da vorne ist auch ein Auto. Ja, jetzt hinter uns. Da mal schön, dass links. Du vor uns saßt, dass ich immer noch nach hinten oh, kann. Noch zwei Autos. Oh, ich höre sie. Ja, die guck Bullen. Da hinten. Hören die zusammen? Keine Ahnung, deswegen. Also ich will erstmal nicht mehr fahren. Nie ohne Seife waschen. Südwesten war sogar gar nicht so verkehrt. Nie ohne. Nee, Südosten ist so. Oder? Nee, Nordosten. Oh, sorry. Ach krass, ich hab mit der falschen Waffe geschossen. Ja, super. Warum? Kein Wunder, dass ich den nicht getroffen habe. Ich habe mit der AK geschossen. Hier ist ein schwebender Baum. Schon wieder? Ja, guck. Oh, Tatsache. So einen hatte ich vorhin schon. Hinter uns ist ein Auto. Verfolgt ich weiß aber uns? Nicht, ob er uns gesehen hat. Ein bisschen war der Wegfahrer gewesen, so ein Geländewagen. Aber auf ersten Dunst möchte ich sagen, er hat uns nicht gesehen. Schauen wir mal, ne? Er hat uns gesehen und uns erfolgreich verloren. Das kann natürlich auch sein. Oder er wollte uns gar nicht sehen. Oder er wollte uns nicht sehen. Kann natürlich auch sein. Es kann alles sein. Also da könnte man einen neuen fahrbaren Untersatz gebrauchen, wenn ich ehrlich bin, aber. Eieiei. 42 Leute noch. 42 ist die Antwort auf alles, also gewinnen wir. So einfach ist es. Explosion. Oh. Da war einer auf Klo. Ich glaube, er da hat jemand eine Handgranate geworfen. Aber deine Logik war natürlich logischer. Ja, das ist immer so. Ich tank mal das Quad hier. Das ist immer so. Immer wenn einer auf Klo ist, dann knallt das so. Ja,
in H1Z1. Die messen das an allen Toiletten weltweit und dann knallt es. Ja, genau. Hier war schon jemand. Freunde der Nacht, heute ist Heiligabend. Was macht ihr denn heute so am Heiligabend? Wir sitzen heute Abend schön an einem gedeckten Tisch mit Fondue und machen Fondue. Wir machen sogar auch Fondue. Und hinterher haue ich mich dann unter den Weihnachtsbaum mit einer Pulle Wein und sage lecken. Weil ich mich sogar da auch eine Pulle nicht mehr bewegen kann. Nee, ich glaube, wir wollen eine Runde Risiko, glaube ich, hinterher spielen. Weil die ganze Bande kommt ja wieder zusammen. Dann die haben ganze wir gesagt, Bande wir hört sich so an, als würden da 35 Leute kommen. Ja, so gefühlt ist das auch so. Tatsächlich. Echt? Ja, das ist wirklich so. Heiligabend ist bei uns immer relativ ruhig. Dafür geht's dann an den ersten Weihnachtstag zu meiner Mom. Da kommt dann auch meine Oma hin. Und keine Ahnung, wer noch. Ja, siehst du, und das ist Heiligabend, da kommen die alle zu uns. Am zweiten Weihnachtstag geht's dann zu meiner Tante. Da kommt dann auch mein Dad hin. Und vielleicht meine andere Tante, wobei ich mit der ehrlich gesagt nicht rechne, weil die ziemlich faul ist. Wir haben ein neues Quad. Aber erstmal hier kurz looten. Hier ist noch ein großer Rucksack. Ja, ich habe auch einen. Brauchst du keine Shotgun? Ich brauche keine Pumpe. So, dann schauen wir mal, was das neue Quad sagt. Das neue Quad sagt, hallo. Ich habe keins gesehen, also keine Ahnung. Verdammt. So, wir müssen. Komm, go, go, go. Eins könnte ich in der Tat noch gebrauchen. Das wäre. Hast du noch kein Dings oder was? Doch, habe ich schon, aber noch mal eins in Reserve, weil ich habe nämlich festgestellt, wenn du getroffen wirst, geht das Body Armor relativ schnell kaputt. Ja, das ist nämlich schon kaputt, siehst du? Echt? Das ist schon kaputt? Das ist schon kaputt. Erstmal ein bisschen hier den Berg runterrollen. Ja, besonders weil das daran liegt, dass ich so fahre und nicht, dass du schon mal getroffen wurdest. Nein, nein. Nein, du bist nicht schuld. Deswegen nämlich. Nee, Poppi ist nie schuld, Freunde. Das geht auch der Helm. Der geht auch sehr, sehr schnell kaputt. Also deswegen. Der Helm braucht schon ein bisschen länger. Musst du da echt immer drauf achten. Hier ist auch keins. Go, go. Ich latsche hier weiter, ne? Ach. Du machst ja ganz schön viel Lärm für deinen Alter. Weil ich's kann. Ach so, alles klar. So, hier draußen ist ich gehe hier ins Gebäude rein, ne? Wird auch gelacht, wenn wir hier nichts finden. Piste, nix. Guten Tag, nix. Guten Tag, ich bin da, guten Tag. Nix. Nix. Hier war aber auch, glaube ich, schon jemand. Die Außentüren sind jedenfalls offen. Ja, das kann sein, aber es ändert nichts daran, dass hier die. Großer Rucksack wird liegen gelassen. Hier liegt noch AR mit Munition. Ja, Shotgun wurde hier schon weggenommen. So, ich hol dich dann ab und dann müssen wir weiter, weil wir sind noch nicht safe. Go, go. Ey, ohne Witz, hier ist kein Duct Tape. Ja, komm. Ich brauch noch ein Duct Tape. Ja, findest du da nicht. Doch, will kannst ich du zehnmal durchlaufen. Will ich aber. Ja, ist ja schön, das ist, was du willst. Wie so ein kleines Kind. Ich will aber. Ja, will ich aber. Gib mir. Ei, ei, ei. 22 nur noch. Puh. Ganze Zeit nirgendwo gegengefahren und durch das dünne Ding, weißt du? Da fahre ich gegen. Ja. Das gibt's doch nicht. Der Baum da hinten backt ein bisschen bei mir. Den siehst du gerade noch nicht. Aber der hat jetzt auch aufgehört zu backen. Was ist hier unten? Kuchen, sondern ist der Berg da hinter uns neu? Hier war schon jemand. Nee, der ist alt. Mit Perwoll gewaschen. Um mal ein Produktplacement hier zu machen. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, wir waren auch selten hier in der Ecke. Bisher in der Tat. Ist ja zwergwürdig. Hier war schon einer, wa? Ja, ja. Ja, 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 so ist es. So. 21 noch. Roffelkopter hat jemand geholt. 19 Gegner.
Wobei, ich habe ja auch dich dabei, 20 Gegner sind es. Wer ist der Roffel, kommt da. Okay, jetzt kommt zu Schlagerliedern, die man nur kennt, wenn man ab und zu mal Alkohol trinkt. Ja. 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 Poppi outet sich als Trinker. Nein. Ja, vielleicht. Eventuell. Hui. Irgendwo habe ich Autogeräusche gehört, die nicht unser Auto waren. Keine Ahnung. Links von dir. Ja. Was ist da? Ein Auto? Sehe ich nicht. Jetzt quasi gerade darauf zu. Okay, dann fahre ich da mal besser nicht hin, ne? Uiuiui, 19 Gegner noch. Wo sind denn die alle? Hier im Wohnwagen sind bestimmt welche. Die Wohnwagen sind noch zu. Ups. Ne, einer ist offen, einer ist zu. 100 Pro ist da jemand drin. Ich sehe noch keinen. Ich auch nicht, aber... Könnte ich drauf wetten, dass da jemand drin ist. Oder er muss so schnell fliehen, kann natürlich auch sein. Da hinten ist ein Auto. Ne, doch nicht. Also auch. Das sah mega so aus, als wäre da ein Auto. Wird dir schwindelig? Da bin ich trinkfest. Wir kriegen Besuch. Ne, die werfen hier nichts ab. Da hinten am Airdrop wahrscheinlich. Ja, genau. Bei uns ist nichts los. Und am Matz nichts los. Das sowieso nicht. Immer noch 21. Stirbt gar keiner mehr. Los, fahrt doch mal alle zum Airdrop. Macht euch mal alle tot und dann überleben wir hier. Und dann gewinnen wir, ohne einen Schuss abzugeben. Oh, zwei Stück. Einer hat den Molly geworfen und wurde gleichzeitig geholt. Auf uns wird geschossen, glaube ich. Oder war das nicht auf uns? Keine Ahnung. Also ich wüsste. Ich fahre trotzdem lieber mal nicht hin in die Richtung. Aber der hat einen Molly geworfen und ich glaube, derselbe ist dann auch gebombt worden vom Bombe. Was relativ lustig ist. Oder er ist an seinen eigenen Molly selber verbrannt. Nee, da stand Gott bombt. Also Gott bombt heißt ja Explosion. So schnell habe ich nicht gelesen. Poppy. Ich habe nur gesehen tot. Alter Mann, das dauert ein bisschen. Nein, ich habe nur die Kurzform gelesen, deswegen. Roffelcopter hat schon wieder jemanden geholt. Oh. Läuft bei dem. Man muss natürlich dann aufpassen. Man weiß es nicht. Schon sind es nur noch 16 Gegner, ne? Die Runde könnten wir doch echt mal gewinnen, oder? So zu Weihnachten, ein kleines Geschenk für uns. Das können wir einfach mal machen, ehrlich. Ich genauso. Nicht, ne? Guck mal, ich habe ja schon mal fast gewonnen. Da habe ich mich die Tage mit dem Darkons drüber unterhalten. Der Darkons ist heute im Übrigen nicht dabei, wie ihr festgestellt habt, natürlich. Der hat sich einfach nicht gemeldet, der Sack. Aber er hat ja großkotzig gesagt, wenn ihr soweit seid, dann sagt Bescheid. Echt? Hat er das gesagt? Hat er echt gesagt, weil das hat ihm gut gefallen und der würde, glaube ich, gerne nochmal öfters mitmachen. Auch wenn er nicht selber nicht aufnimmt, aber sagt er, es war schon eine geile Round. Ja. Aber ist auch mein Arbeitskollege und da haben wir uns die Tage auch drüber unterhalten. Sagt er, das hat er so abgefeiert. Das war das erste oder zweite Aufnahme, die wir hatten, glaube ich, ne? Zweite ich dann, oder dritte sogar. Wo ich also dann relativ am Anfang. Am Ende da diesen Typen auf 1 HP runter hatte und der mich dann. Ich dachte nur Poppy. Weggehustet. Ich denke ganz noch Poppy. Eine Waffe hat er nur dabei, weißt du? Nee, ich hatte ja mehrere mitgehabt, das sind Anfängerfehler halt, weißt du? Da habe ich die aber nicht in den Rucksack gehabt. Wir könnten draufgehen vielleicht, aber muss man mal schauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach Osten, ne? Ja, ich fahre am Gas entlang extra. Damit wir vielleicht nicht ganz so viele Gegner sehen. Und direkt halt am Rand sind. Na, jetzt sind wir schon bei H7, ne? Ja, genau. Wir müssen über den Fluss, dann kommen sind wir auf jeden Fall safe. Fliegerdings vorbei. Sagen wir noch 2 Minuten, hallo? Oh! Schüsse? Sind die auf uns? Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Mitten auf dem Fliegerhorst. Okay.
Das könnte sogar sein, dass die auf uns versucht haben zu schießen. Nee, egal. Dann könnte es auch sein, dass die uns gleich besuchen kommen. Mir egal. Hinter uns ist keiner. Noch nicht. 12 Gegner noch. Da vorne ist ein Haus. Komm, wir riskieren es. Wir stellen einen Squad, lassen wir weiterfahren. Wir sind auf jeden Fall safe jetzt. Steig schon mal aus jetzt. Ja, und lauf in das Haus. Ich stelle das Squad mal woanders hin. Hier ist offen. Jawohl, das Squad hat sich gedreht und steht jetzt hier am Baum. ich mach auf, keine Sorge. Scheiße, hast du noch ein Ducktape zufällig? Habe ich schon mal gefragt, ne? Nee, immer noch nicht. Scheiße. Stell dich am besten in irgendeine Ecke, dass dich nicht direkt jemand sieht. Am besten wäre in der Tat, wir stellen uns einer hier und einer dagegen überliegend beim Fenster. Oh! Ich glaube, da wissen welche, wo wir sind. Ist nicht gesagt. Kann sein, dass die das Quad einfach, oder das Quad irgendwie noch überschlagen hat und dadurch explodiert ist. Ich habe es jetzt nicht näher verfolgt, leider. Hast du das rechte Fenster im Blick da? Ja, aber auch nicht so mega. Aber du guckst durch quasi. Ich kann durchgucken, ja. Ja, dann guck auch durch. Ne. Ne. Auto? Auto? Kommt hier drauf zu, fährt ist vorbei. Rechts. Ist dran vorbeigefahren. Ja, rechts steht einer, aber neben mir. Oh fuck, der jagt da irgendwas hoch. Ja, ja. Auto fährt wieder dran vorbei. Wo er kommt. Ich bin tot. Ist, oh, scheiße. Das Auto hat hier eine Granate reingeworfen. Echt? Ja. Fährt er weg? Ich weiß es nicht. Bleib da noch kurz hocken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall fährt er weg. Aber das ist doch Cheat, oder? Kann man denn aus dem Auto heraus sowas schmeißen? Bestimmt, aber so gut zu treffen, ist sehr fraglich zumindest. Also, ich weiß es nicht. Aber naja, schaut bei Onkel Poppi vorbei, wie es weitergeht. Noch frohe Weihnachten. Bis dahin, haut rein. Ciao.